Ich bin Thealor Arantheal, Sohn Lorios des Ersten und Großmeister des Ordens. Wir begannen, die Geschichte der Pyrea ausführlicher zu studieren, und die Parallelen waren erstaunlich. Dann urplötzlich ein Schnitt. Die Pyrea hörten auf zu existieren. Sie wussten, dass es ihnen bevorstand, aber sie konnten es nicht abhalten. Die Pyrea nannten dieses Ereignis die Läuterung. Das Bizarrste aber ist der rote Wahnsinn. Es ist eine Art Geisteskrankheit, die Menschen den Verstand verlieren lässt. Wir vermuten, dass die Pyrea vor ihrem Untergang an einer Maschine gearbeitet haben, die sie vor der Läuterung retten sollte. Wie nannten die Pyrea in jene, die hinter all dem stecken? Die Hohen? Ich halte sie für dasselbe, für das ich sie vorher auch schon gehalten habe. Für einen Feind, der uns vernichten will. Und ihre Motive sind mir egal. Ihr werdet kämpfen? Oh ja. Jetzt geht. Die Zeit rennt. Mein Aufgabe ist es, den Kampf gegen die Läuterung zu leiten und eure die Vergangenheit zu lesen und uns das Wissen zu verschaffen, das wir für einen Sieg benötigen. So viele Leute reden und reden und tun nichts, weil das ja dann bedeuten würde, tatsächlich auch mal Leid in Kauf nehmen zu müssen. Vielleicht ist dieses Ding, zu dem ich im Schloss geworden bin, mein wahres Gesicht. Das hier nur eine schlechte Maske, mit der ich mich selbst zu belügen versuche. Religion ist eine Krankheit und der Grund für so ziemlich alles Schlechte, was dieser Welt in den letzten Jahrtausenden widerfahren ist. Euer eigener Sohn erkannte das, Arantheal, anders als ihr. Ein wahrer Gott ist ein Zustand, dessen Existenz allein die Realität nach seinem Willen formt. Durch die Hohen werden wir Götter sein, wahre Götter, nicht die Götzen, denen ihr gedient habt. Na, sowas. Wenn das nicht der heilige Prophet ist. Du hast uns alle zum Tode verdammt! Ich habe sie gesehen. Männer, Frauen, Kinder. Sie brannten wie die Sonne so hell. Warum hast du es mir gezeigt? Warum? Aber du bist hier. Das muss doch etwas bedeuten. Du kannst es aufhalten, oder?